Hey YouTube, es ist wieder Zeit für Gruseln am Schreibtisch mit der Haus und Shadows Haus der tausend Schatten. Wir erinnern uns, in der letzten Folge sind wir durch eine Einladung zu einer Party bei diesem Haus gelandet, sind hier hingekommen, wollten unsere besten Freunde treffen und mussten dann miterleben, wie irgendetwas Unerklärliches passiert ist und alle unsere Freunde plötzlich weg sind, verschwunden. Und das ist nicht bruchsicher, das ist eine schlechte Qualität. Oh, okay. Was auch immer es war, es hat Parker mitgenommen. Ich muss ihn retten. Ja. Da begehen wir uns doch mal glatt dran. Natürlich nur Parker, ne? Nicht die anderen da alle. Oh, ich meine, da kommen wir wahrscheinlich nicht dran. Dieser Gegenstand ist zu heiß. Ich muss ihn abkühlen. Okay. Machen wir. Ja, dann. Hey, ein Schlüsselchen. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh, ist das schön. Samantha sieht aber besser aus als du. Muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Also die Samantha ist irgendwie... Ja, die würden wir doch gerne mal mitnehmen hier. Ach verdammt, das kriegen wir natürlich... Dieser Draht sieht sehr stabil aus. Das kriegen wir natürlich so ohne weiteres nicht ab. Und das Cuttermesser hat sie ja wieder nicht eingepackt. Da könnte sie sich eben schnell mit dem Cuttermesser da durchfriemeln. Aber das funktioniert natürlich wieder nicht. Ja, gehen wir jetzt da gucken. Das ist wahrscheinlich wieder die... Ja, das ist wieder die Sense. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier gucken. Nein, Rätsel, ist ja eklig. Was? What the... Hier fehlt ein Spielstein. Ach so. Das hat aber Spielsteinhälfte. Okay. Also müssen wir jetzt erst den Rest des Spielsteines finden. In Ordnung, machen wir das doch. Dann gehen wir mal zurück, weil ich denke mal... wir haben die Arschkarte. Weil... Da geht es dorthin. Wir kommen ja hier auch nicht dran. Wir versuchen es mal. Du kannst diesen Gegenstand hier nicht verbinden. Ja, ich habe so die Ahnung, dass die andere Hälfte von dem Spielstein im Briefkasten ist. Die Dornen sind sehr spitz. Ja. Moment, wir gehen nochmal eben zurück zum Eingang hier. Und gucken mal. Ob die nicht irgendwas... Mein Gott, das ist doch ein Mädel, das ist doch eine Frau. Ey, hat die nicht alles normalerweise in ihrer Handtasche? Warum leuchtet das? Beeil dich, ich muss zur Polizei. Ach so, wir wollen jetzt erst versuchen, zur Polizei zu fahren. Okay. Please. Oh, come on. Please. Please, 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 please. Oh, what is this? Sie haben etwas gefunden. Die schwarze Wolke mag scheinbar kein Licht. Was ist denn das hier hinten für ein komisches Ding da drauf, ey? Tja. Mysteriös, mysteriös. Aber mich würde es doch jetzt mal wirklich interessieren. Versuche lieber etwas anderes. Ja, Schlüssel brauchen wir nicht zu versuchen. Die Spielsteinhälfte wahrscheinlich auch nicht, ne? Wie wir jetzt weiterkommen sollen. Wir haben eine Glasscherbe. Können wir damit vielleicht das Efeu ein wenig zur Seite spitzen hier? Ah. Warum ist das immer sofort alles weg? Warum nimmt die das nicht einfach mit? Ich verstehe das nicht, ey. Ach, man muss ja nochmal extra drehen hier. Ach, auch nochmal extra. Oh. Okay. Weiter ins Ungewöhn. Oh. Mein armes kleines Mädchen, was hast denn du? Ich bin so froh, dich hier zu treffen. Diese gruseligen Schatten sind überall um mich herum und wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen.
Ich heiße Mary. Ich war mit meinem Hund Sparkly, Sparky, spazieren, als ich Licht in den Fenstern sah. Ich dachte, ich könnte hier Süßigkeiten bekommen, doch als ich näher kam, hörte ich Schreie aus dem Haus kommen. Und anstatt nach Hause zu rennen, nein, habe ich mich lieber auf die Stufen gesetzt und heule. Es wurde auf einmal so dunkel, dass ich nichts mehr sehen konnte. Ich holte meine Lampe raus, um den Weg zu leuchten, aber Sparky bekam Angst und lief weg. Bitte hilf mir, ich bin so einsam ohne Sparky, ich brauche deine Hilfe bei der Suche nach ihm. Boah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, wa? Ah, da ist es doch. Wunderbar. Zack. Oh. Kann man die nicht kombinieren? Was? Was? Hm, muss man vielleicht dann erst im entsprechenden Suchbildschirm. Was haben wir denn hier Schönes? 1, 2, 3, achso, das. Achso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 des Teufels Seelen nicht in den Himmel fliegen. Sollen deine Freunde weiterleben, musst du dieses Haus betreten. Okay. Was? Was? Ich kann dieses Schloss nicht mit einem gewöhnlichen Schlüssel öffnen. Darin stecken Drähte, also benötigt es Strom. Okay. Was haben wir denn hier? Ja. Ich muss die Seile zerschneiden. Ja, warum hast du denn das Cuttermesser nicht mitgenommen? Ja, das ist doch echt. Ja, da spiel doch ein bisschen mit dem süßen Püppchen. Hast du erstmal ein bisschen was zu tun, dann geht's dir vielleicht auch erstmal besser. Aber. Hm, gucken wir mal hier hinten. Aha. Nein, ein Schiebepuzzle, ich befürchte es. Was für helle Laternen. Wo finde ich die fehlende? Also das hier. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir wohl erstmal... Oh, da ist das Halsband. Hey, sie haben etwas gefunden. Ach, das ist anscheinend das Spiel-Chipmarken-Ding. Das ist Marys Hund. Vielleicht war er es, der auf der anderen Seite der Farm gebellt hat. Ich habe gar keinen Hund bellen hören, aber okay, gut, ist ja egal. Passt. Gut, gut. Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir hier erstmal nochmal wieder raus. Und zwar hier hinten hin. Und hier den Spielstein einsetzen. So. Ordne die Teile so an, dass sich alle Schädel auf grauen Quadraten und alle Kürbisse auf gelben Quadraten befinden. Die Teile können auf jedes Quadrat verschoben werden, aber immer nur paarweise. Das heißt... Okay. Aha, aha, aha. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass sich alle Schädel auf grauen Quadraten. Ja, aber dann ist der doch. Aber dann ist der doch. Grau ist hier, ja. Ah, Moment, Moment, Moment. Ah, ich glaube, ich verstehe. Moment, wenn ich das jetzt hier nehme und hier hinpacke, dann kann ich die doch verschieben. Ah, nein! Ach. Komm schon her hier. Okay, okay, okay. Ach, jetzt kann ich den ja gar nicht mehr verschieben. Ist egal, die erstmal hier rüber. So. So. Moment, Moment. Jetzt muss ich den aber noch irgendwie da wegkriegen. Okay. Ja, das war ja easy. Das war ja super einfach. Na komm jetzt. Ach. Na. Ja, wie? Alle Kürbisse auf gelben Quadraten. Ja. Und alle Schädel auf grauen. Ja. Aber. Hä? Hör, verarschen oder was? Das war doch. Das war doch super, oder nicht? Was? Warum ging denn das jetzt nicht? Hä? Auf grauen Quadraten. Ja, also müssen die Schädel doch hier, oder nicht? Oh oh, ich sehe schon. Ich sehe schon, das gibt, Puh. Oh, mal gucken hier. Also, okay. Moment.
Die schieben wir erstmal hier hin, dann schieben wir euch jetzt erstmal hier so hin. Dann schieben wir euch beide mal hier so hin. Eieieiei, ich sehe schon, das wird schwierigst. Das scheint ihm irgendwie nicht so zu gefallen. Dann legen wir die mal auf die blauen. Na, ist klar, auf die grauen Quadrate. Hm. Farbenblind sind die auch noch hier, oder was? Oh. In dieser Pinata könnten viele Dinge versteckt sein. Ja, dann hause doch einfach kaputt, aber das traust sich ja wieder nicht, weil dann wieder sagst du, nee. Hab ich nicht. Oh, da ist ja Dings hier. Ja, das war ja klar. Du Töle, Alter. In Ketten gelegter Geist im Lichtschein. Der Legende zufolge hat dieser Mann vor langer Zeit auf der Farm von Jack Stone gearbeitet. Als passionierter Glücksspieler und Trunkenbold lieh er sich mehr Geld, als er je zurückzahlen konnte. Zur Strafe nahmen ihm seine Gläubiger das Leben. Sie legten ihn in Ketten und warfen ihn von der Brücke in den Fluss. Sein Geist erschreckt noch heute Menschen und das Klirren seiner Ketten ist so laut, dass sich die Leute gezwungen sahen, diese Gegend zu verlassen, um etwas Frieden zu finden. Jetzt verstehe ich, warum hier niemand wohnen will. Niemand will einen Geist zum Nachbarn. Ja, macht Sinn. In Ketten gelegter Geist, ja, das haben wir doch jetzt hier und ja, ist okay. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hallo? Ah, hey, mach auf. In diesem Sack befindet sich etwas. Ja, dann mach das doch einfach auf. Nein, da braucht sie ja wieder irgendwas Spitzes, womit sie das aufschneiden kann. Man, ist klar. Ey. Oh, die nervt mich ja jetzt schon, die Frau. Sie haben etwas gefunden. Okay. Sieht aus, als könnte ich hier Wasser bekommen. Ich muss nur den Wasserhahn finden. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Oh, nein. Nicht doch. Na gut, müssen wir ja. Okay. Nein! Was? Dieses merkwürdige Schloss ist so rostig. Ja, macht ja nichts dann. Ja, und was müssen wir jetzt hier? Gar nichts? Ja, sieht nicht so aus, ob wir da bis jetzt was machen können. Okay. Gucken wir mal hier in dem Gerümpel. Nein! Okay. Bild. Oh, ein hübscher Puppenkopf, eine hübsche Püppi. Das ist anscheinend nichts. Aha, da haben wir das Medaillon. Gut, gut, gut. Was haben wir noch? Hund, Eidechse. Eieieiei. Ich würde das ja immer gern normalerweise. Da ist die Eidechse. So, der Reihenfolge nach machen, aber das schaffe ich sowieso nicht. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt was finde hier. 11 plus 1, 2, 3. Oder 2 plus 3 oder wie auch immer anscheinend. Nochmal ein Code, den wir finden müssen. Eichenblatt mal 3. Oh Gott. Wie sieht denn ein Eichenblatt aus? Soll das das hier sein? Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo hier auch noch drin. Tatsache. Okay, das war jetzt Glück, das war jetzt Zufall, aber muss es ja auch mal geben. Du bist wahrscheinlich auch eins. Nee, aber du bist das Yin-Yang oder was? Nee, du bist Peace-Zeichen. Du bist eins und da ist ein anderer. Hopp, und mitnehmen hier. Jawoll. Warum leuchtest du? Ach, dich kann man wieder... Ja, das ist klar. Ist klar. Hoch und dann ist da der... Ey. Eichenblatt, Blatt, Platte, Bären, Nummer 5. So, das hier Nummer 5. Achso. Das soll Nummer 5 sein, okay. Ein Ei, das hier ist auch das Ei, ne? Ja. Pfeil, Kugel. Der Kugel hatte ich eigentlich das hier gedacht, aber ist es nicht. Okay. Ritter, Gießkanne, Gießkanne? Ritter, Gießkanne? Was? Hier ist ein Pferd? Soll es aber keine Gießkanne sein, nein? Nein, gut. Hätte mich auch schwer gewundert. Es kann natürlich sein, dass hier wieder irgendwas... Oh. Es kann natürlich sein, dass hier wieder irgendwas geöffnet werden muss, um an das nächste. Der Deckel ist mit Klebeband am Korb befestigt. Er wird sich nicht leicht entfernen lassen. Dann nimm doch einfach die Sichel. Nimm doch einfach die Sichel. Ach, das Mädel, das ist so hilflos. Ja, aber ein Rasiermesser nehmen, genau. Gucken wir mal da rein. So, da haben wir schon mal die Kugel. Da haben wir noch das Eichenblatt. Ach, das soll die Platte... Was ist das denn für eine Platte? Naja, egal. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Ritterpfeil, Friedenssymbol. Okay.
Und eine Gießkanne. Ritterpfeil, Gießkanne. Ritterpfeil, Gießkanne. Ich denke mal, nachdem ihr das alles in Nanosekunden schon längst gefunden habt, werde ich damit einfach diesen Part gefüllt. Das war ein Pferd und kein Ritter. Das war ein Pferd. Von der Schach... Vom Schach... Eine Schachfigur. Eine Pferd-Schachfigur. Jedenfalls werde ich damit einfach so diesen Part schön gefüllt bekommen, nicht wahr? Was brauchen wir denn noch? Pfeil und Gießkanne. Pfeil und Gießkanne. Ich hoffe nur, wenn ich das ausmache, dass es auch wirklich dann da speichert, wo man aufgehört hat. Ach, da ist doch eine Gießkanne. Mensch, da. Und nicht, dass man irgendwie wieder von keine Ahnung wo anfangen muss und wieder alles durchzocken hier. Pfeil, Alter. Find hier mal einen Pfeil. Ach du Kacke. Dann auch noch ich. Ich soll hier was finden. Ich mit meinen alten Augen. Ich bin doch froh, wenn ich mich noch im Spiegel sehe, auf 5 cm Entfernung. Ach du Scheiße. Das ist aber eine Rose. Das soll aber nicht der Pfeil sein. Nein? Okay. Ich traue dem Spiel alles zu. Yeah, ein Ritter sollte das gewesen sein. Ist klar. Ein Pferd. Wer weiß, was das für ein Pfeil ist. Genau. Wer weiß, was das für ein Pfeil ist. Ich gucke doch jetzt gerade nach so einem typisch normalen, üblichen Pfeil. Halt von wegen, ne? So Pfeil und Bogen halt, ne? Normaler Pfeil, Indianer und sowas alle. Aber die könnten ja auch so einen Pfeil wie zum Beispiel Einbahnstraßenpfeil machen oder einfach nur so einen kurzen gemalten Pfeil. Das kann ja alles möglich sein. Jetzt habe ich auch mal den Hund gehört, der bellt und kläfft tatsächlich die ganze Zeit im Hintergrund rum. Der soll mal lieber ein bisschen mithelfen. Sollen wir jetzt zu seinem Frauchen gehen? Kann man hier was hochmachen? Ne, kann man nichts hochmachen. Ein Pfeil. Tja. Also ich stehe da momentan, muss ich ehrlich sagen, komplett auf dem Schlauch. Denn ich... Das soll aber kein Pfeil sein. Echt? Warum kann ich dich drehen? Ah, ah! Wie mies! Sie haben etwas gefunden. Okay. So. Kann ich da jetzt die Gießkanne einfach drunter packen und dann trüppelt die voll, oder was? Ja, das könnte aber... Ach so, ja, ich brauche ja hier noch... den Wasserhahn. Ich glaube, einen Wasserhahn haben wir da noch nicht. Spiegel und eine Fliese. Okay. Spiegel und eine Fliese. Spiegel, hier haben wir noch nicht geguckt. Hier können wir auch noch lang. Das machen wir jetzt nicht mit der Fliese oder so auf, oder? Mit dem Spiegel auch nicht, oder? Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier gucken bei der Tür. Achso, da soll wahrscheinlich die Fliese rein. Ist das die hier? Nein? Dann ist das wahrscheinlich er hier. Hüsch! Wie nein? Das wundert mich jetzt, aber ich hätte jetzt da doch gedacht, dass das hier dann hier so, aber nee, okay. 18 Minuten. Ich würde mal sagen, dann soll das für diesen Part genügen, oder? Wir gehen mal hier in diesen sehr einladend aussehenden Hinterhof. Und da ist der Geist. Den gibt es wirklich. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Alter, hier leuchtet ja alles. Egal, wo ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, hier leuchtet ja alles. Achso, deswegen. Blöder Hund, ich habe jetzt keine Zeit für Spielchen. Komm her, doch. Der Hund kommt nicht raus. Ich muss ihn irgendwie locken. So sieht die Fliese aus. Okay. Locken, Alter, das ist nur ein kleiner... Was sind das? Terrier oder so? Packne und... Mensch. Das Mädel, das stellt sich aber auch echt an. Okay. Da brauchen wir anscheinend irgendwelche Symbole. Da geht's auch nochmal weiter. Oh. Da geht's zurück. Okay. Da ist etwas im Boden vergraben. Achso, nein. Dann buddel doch mal mit der Fliese. Nein? Okay. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir erst noch was zum Buddeln finden und... Oh, anstatt dass sie eben... Okay. Das hat schon was, ne? Das ist eine wirklich interessante Halloween-Party-Deko. Okay, der Part ist lang genug, würde ich mal sagen. Also können wir hier sowieso nichts machen anscheinend. Ich kann nicht glauben, dass sich jemand in so einer Nacht hierher wagt. Ich heiße Javed und bin Alchemist. Ich bin auf diese Farm gekommen, um meiner Frau zu helfen, die bösen Geister zu beseitigen, die sie plagen.
Doch als mein Wagen die Brücke erreichte, hielt er plötzlich an und keine Kraft reichte aus, ihn nur ein Stück weiter zu bewegen. So stehe ich hier nun schon seit vielen Jahren. Das tät mich ankotzen. Dies ist die schlimmste Magie, die ich je erlebt habe. Ich flehe dich an, hilf mir, den Wagen zu reparieren und den Zauber zu brechen. Denk dran, eine gute Tat wird mit einer anderen belohnt. In meinem Wagen befinden sich viele nützliche Dinge, aber es ist zu dunkel darin. Dann nimm doch einfach hier die Laterne, oder? Achso, das sind... Nein! Nein, ich wollte da gar nicht drauf... Ach, verdammt! Mist! Hä? Was? Ja, ich klick doch. Achso. Wow. Nee, okay. Hätte mich jetzt auch ein bisschen schwer gewundert. Gut. Ich muss das Rad mit einem Hammer oder ähnlichem. Okay. Achso, ja, das ist einfach nur viele nützliche Dinge. Bla bla blub. Ein Hammer oder ähnlichem. Ja. Ah, das ist so. Ja gut, gehen wir erstmal wieder zurück hier. Und gehen dann gleich hier hin. Aber das im nächsten Part. Bis dahin.